Hust, Hust! Oh, ich bin so krank! Nein, Friend, du bist nicht krank, du bist doch kerngesund, aber wir müssen hier leider noch warten. David, herzlich willkommen zurück zu Friend, eine Folge von Friendbo. Also, wir sind hier im Wartezimmer und wir warten und wir warten und wir warten. Nein, machen wir es nicht wieder ein auf SpongeBob. Wir brauchen unbedingt das Ticket mit der Nummer 2, also er hier. Er hat gesagt, er weiß nicht, an was er erkrankt ist. Er braucht jemanden, der alles sehen kann. Zum Glück kennen wir noch jemanden, der das kann. Dazu müssten wir nur noch, hier war es, glaube ich, oder? Ja. Ich hoffe, du findest deinen Katzenfreund bald. Ich sehe ihn immer noch im Käfig. Muss jetzt mir ihn bleiben? Ich muss mit ihm reden. Muss ich da lang? Muss ich jetzt mit ihr reden? Hey Kind, ich bin jetzt dran, mit der Schwester zu reden, klar? Wenn du nicht wartest und uns in Ruhe lässt, reiß ich dich entzwei und fresse dich. Ih, du isst Kinder? Wusstest du, dass wir Kinder eigentlich unreif sind? Hey, lass den Patienten jetzt in Ruhe. Der Doktor wird die Schwere der Erkrankung feststellen, keine Sorge. Muss ich das mit ihm vielleicht geben? Siehst du die Anzeige? Ich habe Nummer 2. Ich bin fast dran. Können wir unsere Tickets tauschen? Ich habe Nummer 7. Nein, ich muss wissen, ob ich Schmerzen habe. Ich muss wissen, welche Krankheit ich habe. Aha. Was ist, wenn ich herausfinde, welche Krankheit du hast? Gibst du mir dann ein Ticket? Klar, wenn ich noch da bin, wenn du zurückkommst. Ah. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mit diesem Auge reden. Entschuldigung, ich brauche deine Hilfe. Natürlich tust du das. Wie kann ich dir helfen? Kannst du mir sagen, an welcher Krankheit die Kreatur mit dem Ticket Nummer 2 leidet? Er wartet im Badezimmer. Ja, schauen wir mal. Ah, ich sehe ihn, aber so wie ich das sehe, ist das keine Krankheit. Es ist nur ein Kopfschmerz, ausgelöst durch zu wenig Leid in ihm. Wow, kann man ihm irgendwie helfen? Ich brauche sein Ticket. Ja, wenn du so viel Tränen weinst, dass du diese Flasche füllst, geht es. Aber vergiss nicht, die Tränen müssen von echtem Leid verursacht werden. Das ist kein Problem. Mein Leben ist momentan sehr problematisch. Ich dachte, alles wäre besser, wenn mein Kätzchen nicht nach Hause kam. Aber jetzt ist alles so verwirrend. Tante Grace ist total verrückt. Es war schrecklich, mit ihr zu sprechen. Ich habe ihr wirklich vertraut. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Mabuka sagte, dass ich für etwas ausgewählt wurde. Aber sie ist wieder eingeschlafen und beantwortet meine Fragen nicht. Ich brauche mein Kätzchen. Die Umarmung von Mr. Midnight. Sie sind mein größter Trost. Ich will nur noch finden, damit wir nach Terrester kommen, Terrester gehen und glücklich sein können. Ja. Herrlicher Schmerz, so tiefgründig. Die Flasche ist nun gefüllt mit deinen Tränen. Gib sie dem Wesen, das dein Ticket hat. Geh jetzt, die Zeit wartet auf niemanden.
Danke, gehe jetzt. Tschüss. Nur eine Sekunde warten, dann sind wir gar nicht mehr traurig. Okay. Dann geben wir ihn und geben ihm jetzt unsere Tränen. Bitteschön. So. Muss ich sie da trinken? Ah, hier, trink das. Dann fühlst du dich besser. Oh, willst du mich vergiften? Wie süß. Schauen wir mal. Schmeckt wie das tiefgründigste und dunkelste Elixier, das ich je getrunken habe. Gib mir mehr, gib mir mehr. Nein, lass mich in Ruhe. Du hast gesagt, ich bekomme dein Ticket, wenn ich dir helfe. Okay, okay, bitteschön. Ticket Nummer 2. Und danke, deine Tränen schmecken sehr, sehr lecker. Haha. Arrivederci. Oh, Ticket Nummer 2. Oh, das sind wir. Oh. Wir hätten vielleicht auch eine andere Variante machen können mit nach dem Mr. Bean Taktik. Also gut, hätten wir einen Filzstift nehmen können und einfach die Nummer ändern können und aufschreiben. Abgeschlossen, aber es gibt gar kein Schlüsselloch. Okay, muss ich das hier geben? Hallo, Patient Nummer 2. Wir tun, was wir können, um sie zu retten. Hast du einen Termin? Was? Nun, nicht wirklich. Sie haben gesagt, ich soll eine Nummer ziehen und warten. Tut mir leid, wir helfen Kranken ohne Termin nicht. Aber ich bin nicht krank. Ich habe mein Kätzchen verloren. Ich will ihn wiederfinden. Ein verlorenes Kätzchen? Keine Sorge, das ist eine natürliche Reaktion auf deine Krankheit. Du hast aber Glück gehabt. Viele verlieren stattdessen den Verstand. Glück. Wie bekomme ich denn einen Termin? Ah, ruf mich einfach an. Hier ist meine Karte mit der Telefonnummer. Warum muss ich Sie anrufen? Warum können Sie nicht mal jetzt einen Termin ausmachen? Oh, das wäre ja albern, denn jetzt gerade warte ich auf deinen Anruf. Oh, na gut. Ich rufe Sie einmal an. Der elende Bürokratie hier. Ach. Zuerst muss man ein Ticket ziehen und warten. Und jetzt, wenn wir dran sind, heißt es, wir müssen noch einen Termin vereinbaren. Oh. Sind Sie verrückt? Rufen Sie uns an. Wir machen Sie garantiert verrückt. Muss ich das etwa merken? Ich hoffe nicht. Oh, danke, Brian. Also. 1, 2, 1, 2, 1, 7, 2, 7, 6. Oh, hallo, ja. Sie sagten, ich soll anrufen, um einen Termin zu machen. Rainbow hier. Ich habe jetzt Zeit. Nein, ich habe Abend. Wirklich? Okay. Wir sehen uns in einer Minute. Gut. Danke, tschüss. Ja, tschüss. Gut. Also, ist es denn nachher alles? Oder muss ich vielleicht noch irgendein Formular ausfüllen? Muss ich vielleicht noch irgendwie meine Innereien nach außen stülpen, wie ein Frosch? Also zumindest den Magen. Hallo, Patient Nummer 2. Haben Sie einen Termin? Ja, gerade erst abgeschlossen. Ja, Rainbow ist mein Name und der Termin ist jetzt. Ich schau mal ins Archiv. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-dum-dum. Ich häkle. Ja, da sind sie. Der Doktor wird in einer Minute da sein. Einfach durch die rechte Tür gehen. Okay, danke. Ist sie offen? Ist das Patient Nummer 1? Oh, tut mir leid, habe ich Sie erschreckt? Sie sehen recht blass aus. Ja, ein Albtraum. Du siehst aus wie ein gesunder Mensch.
Oh, danke, glaube ich. Wenn ich bitten dürfte, ich habe einen Termin. Ist mir egal, weil es mich nichts angeht. Freundlicher Geselle. So. Ach nein, du schon wieder. Oh, ich bekomme jetzt noch eine Stimme irgendwie hin. Du hast noch nicht beschlossen, dein Leben zu beenden? Ist der Schmerz noch nicht genug? Du bist Remo, oder? Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich angemessen vorzustellen. Augerweise kann ich in der dritten Realität für eine lange Zeit nicht gesehen werden. Ich bin Remo, der schreckliche schwarze Prinz der Dunkelheit. Ich weiß, wie du bist. Und ich so, als wäre es nichts passiert. Hast du meine Eltern getötet? Wo ist meine Katze? Was hast du Dr. Dern angetan? Ich genieße es sehr, das Leid aus deinen Augen tropfen zu sehen. Davon ernähre ich mich. Du bist die Manifestation meiner Gelüste. Ich benutze dich für alles, was ich will. Du unterstehst meiner Macht. Das stimmt nicht. Nicht mehr. Du trägst mich nicht mehr aus. Sag mir, warum hast du meine Eltern getötet? Warum? Du unterstellst mir, dass ich so etwas Schreckliches getan habe. Ja, ich habe dich in der Nacht vor meinem Fenster gesehen. Du musst es gewesen sein. Du vertraust deinen Augen zu sehr. Hast du nicht gelernt, dass die menschlichen Rezeptoren schwach sind? Dein Körper ist zerbrechlich, einfach zu verderben. Nein, das kann nicht sein. Hör auf! Ich habe es nicht getan. Ich war es nicht. Hör bitte auf! Oh. Und hier überall der dünne Darm, wo hier rumliegt. Arm, Bein. Hier unser Papas Hand. Noch das andere Bein abgehackt. Ideal für jeden Familienpicknick. Wer war es, Liebling? Wer hat deine Eltern getötet? Das matte kleine Vieh muss leiden und sterben, bevor es ein Stern wird. Wie? Was Stern? Meine Eltern nicht umgebracht. Ich habe nicht. Das Monster will mich reinlegen. Das weiß ich. Er wird deine Gedanken manipulieren, Fran. Wie ein Politiker. Wehre dich dagegen. Jeder hier ist verrückt. Ich muss mein Kätzchen finden. Steh auf, Fran. Wunderbar. Und Wasserspender? Ein Tank mit Wasser, gut. Erstaunlich ist, dass sie eigentlich angeboten wird. Weil es überhaupt Wasser gibt. Ich meine, wenn man bedenkt, dass die Kamalas dadurch ja ihre Finsternis verlieren. Warum hat das Gehirn zwei Seiten? Das Gehirn hat viele verschiedene Teile. Das Rückgrat des Menschen hat sowas. Hehe, ohne Haut würden wir so lustig aussehen. Weiß nicht, ob das wirklich lustig sein kann. Huch, Dr. Dern?
Also tatsächlich, er hat eine rosa Nase. Habe ich eigentlich gar nicht bemerkt. Kätzchen, mein Liebling, ich bin für dich da. Geht es dir gut? Kätzchen, antworte mir. Was ist los mit dir? Miau, miau, miau. Warum redest du dich mit mir, Mr. Midnight? Bitte, tu mir das nicht an. Schnurr, 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 schnurr. Sprich mit mir, Mr. Midnight. Das ist nicht lustig. Es ist dieser Ort, oder? Du musst hier weg, damit du wieder mit mir sprechen kannst. Ich bring dich nach Iterster, mein Liebling. Palandras kann uns helfen. Nichts wird uns je wieder entzweien. Das verspreche ich. Miau. Ich bin gleich wieder da. Ich muss Dr. Dern helfen. Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Ach, ich weiß nicht. Er sieht sehr entspannt aus. Was haben wir hier? Eine Spritze in einer roten Flüssigkeit. Was ist das bloß? Blut. Das brauche ich nicht. Ihr muss Gehirne und Köpfe sehr mögen. Röntgenbild, das muss Dr. Derns Kopf sein. Der alte Mann schon wieder, Dr. Oswald. Dr. Dern, geht es Ihnen gut? Aufwachen, bitte Dr. Dern, wachen Sie auf. Leben Sie? Ah, wie kann ich ihn nur aufwecken? Ja, wie wohl, Fred? Wie können wir Dr. Dern aufwecken? Vielleicht ziehen wir da den Hebel? Was macht dieser Hebel? Dr. Dern, sind Sie wach? Autsch, elektrischer Schlag. Ich glaube, ich lasse es hier. Bitte nochmal. Okay, ich sehe, jetzt macht es mehr Erfolg bekommen. Dr. Dern, geht es Ihnen gut? Das hat nicht geholfen. Muss ich Ihnen das hier verabreichen? Hey, vielleicht weckt ihn das auf. Oh, 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 Fred! Auch direkt in den Hals noch hinein! Oh, verdammt! Was war das? Keine Sorge, Dr. Dern, ich bin es. Fred! Oh, was? Ich sehe nicht so gut. Gwen Bauer aus der Oswald-Anstalt. Wir waren auf dem Friedhof. Erinnern Sie sich? Gwen? Was ist geschehen? Warum bin ich an einen Stuhl gefesselt? Was hast du getan? Ich versuche Ihnen zu helfen. Das große Monster brachte es hierher. Wir müssen los. Komm schon, Fred. Monster? Ich habe keine Lust, Spielchen zu spielen. Schau doch mir ein bisschen herum. Sieht das hier aus für dich normal aus? Okay, es war überhaupt kein Monster. Ich möchte nur helfen. Dr. Oswald und Tante Grace. Aber was macht sie denn hier? Ich dachte, du hättest sie angekettet. Ah, das habe ich getan. Ich habe doch gesagt, sie ist schwer zu zähmen. Soll ich sie für Sie loswerden? Mich loswerden? Tante Grace, warum sagst du so etwas? Wer ist dieser alte Mann? Der Dr. Oswald, sieht man doch. Wie niedlich! Du klingst genau wie deine Mutter, als sie jung war. Meine Mutter? Sie kennen sie? Wer sind sie? Ich bin Dr. Oswald Harrison. Ich weiß alles über dich, Fred.
Oswald? Oh, wie in Oswald-Anstalt? Ja, Freund, der gleiche alte Mann. Aber woher kennen Sie meine Mutter und meine Tante? Nun, vor vielen Jahren habe ich die großartige Komplexität von Zwillingen untersucht. Lucia und Grace waren Teil meiner Studien. Sie halfen mir, den Schlüssel zum Erfolg zu finden. Der Schlüssel? Wussten Sie, dass meine Eltern ermordet wurden? Ja, natürlich. Remo hat die ganze Arbeit geleistet. Deine Manipulationsfähigkeiten sind außerordentlich. Ich verstehe nur nicht, wie du dabei so ruhig bleiben kannst. Eben warst du es, die das Messer gehalten hat. Ich bin nicht ruhig. Wer ist Remor? Also diese Frage macht jetzt hier absolut keinen Sinn. Warum jagt er mich? Sagen Sie es mir. Remo ist die Manifestation deiner Schwäche. Eine geblendete und machtvolle Manifestation deiner Ängste. Aber warum würde das Monster meine Eltern töten? Weil deine Eltern sich in meine Arbeit eingemischt haben. Aber ich habe dir sogar einen Gefallen getan. Du leidest. Und Schmerz steht in Verbindung zu Wachstum und Stärke, Fran. Oswald, bitte, tun wir einfach, was wir tun müssen. Tante Grace, sei nicht böse zu mir. Wir sind eine Familie. Gehen wir, mein Kätzchen und ich finden einen Ort, wo wir dich nicht stören. Bitte, lass uns einfach gehen. Ja, du hast recht, Fran. Tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Komm schon, wir gehen. Wohin gehen wir jetzt? Oh je. Fran, mein Schatz, hör mir zu. Du musst wissen, dass Dr. Oswald nur das Beste für dich will. Als Lucia mit dir schwanger war, wusste er, dass du ein ganz besonderes Mädchen sein wirst. Er sagte, wir sollen gut auf dich aufpassen, aber deine Mutter hat uns verraten. Sie wollte dich vor uns verstecken. Sie dachte, wir wollten dich töten, aber das stimmt nicht. Oswald will wirklich nur dein Bestes. Und das wäre? Damit das geschehen kann, musst du ihm erlauben, ein kleines Experiment mit dir zu machen. Sag bloß, er möchte uns mit einem alternatives Ich zusammennähen. Dann wird alles gut werden? Natürlich, aber es gibt noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Dieser kleine Verräter muss weg. Nein, Mr. Midnight! Nein! Nein! Kätzchen! Komm schon, Fran. Hör auf zu weinen. Die Katze ist jetzt tot. Aber er war mein Freund. Du hast meinen besten Freund getötet. Du hast auch mitgeholfen, meine Eltern zu töten, oder? Oder? Wie kannst du noch in den Spiegel schauen? Ich hasse dich! Ich hasse dich! Hör auf! Hilfe! Hilfe! Bitte! Hilfe! Nein, hör wirklich auf! War es ja nicht, Grace anzufassen, du kleines Monster! Oh mein Gott! Er hat sie tatsächlich erschossen! Ach du meine Fresse! Oh.
Okay, schnell mal ein bisschen runterkommen. Oh mein Gott, sie ist total verrückt. Bring sie zu mir. Ich führe das Experiment durch, solange sie noch warm ist. Ich muss jetzt das Gehirn extrahieren. Also, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, Leute. Also, ich mache jetzt einfach mal weiter. Wen, geht es dir gut? Was haben sie mit dir gemacht? Sie hat versucht, mich umzubringen. Sie hatten recht, Dr. Dern. Wen war krank. Aber sie blutet. Ich kümmere mich um sie. Nein, das werden sie nicht. Sie gehört jetzt mir. Ich habe seit vielen Jahren auf diesen Moment gewartet. Ich habe das richtige Kind gesucht, das richtige Gehirn. Jetzt, da ich sie habe, kann mich nichts aufhalten. Edward! Oh, Fran, alles wird gut werden. Wer sind Sie? Ich bin Edward, der über den vielen Kindern, reden. Aber sie sind kein Mensch. Ektoprote, Palondras Monarch heißt. Roska, Edward, ich habe ihn gefunden. Oh mein Gott, bleiben Sie von dem Mädchen weg. Lassen Sie in Ruhe. Mr. Midnight. Oh, danke, Palondras. Wenigstens ist Mr. Midnight gerettet. Aber Fran. Die kleine Fran muss geheilt werden. Glaubst du, du kannst den gleichen Körper benutzen? Ja, sie ist noch nicht gänzlich fort. Los geht's. O Mutter Mabuka, du hast die Unschuld des Kindes genommen. Fran ist jetzt tot und lebendig. Wache in der Dunkelheit auf, Fran, und du wirst zum Licht gehen können. Aha. Also wie es Edward hier jetzt lacht. Also ist die Wunde geschlossen? Wen? Ah, was ist passiert? Edward, Palondras, mein Kopf tut weh. Mr. Midnight, wie? Kätzchen, du lebst. Ich hab dich so vermisst. Bitte sag etwas. Fran, wir müssen jetzt gehen. Gehen? Okay. Dr. Dern, schauen Sie, das ist Edward und Palondras. Ich habe Ihnen von Ihnen erzählt. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sind echt. Glauben Sie mir jetzt? Ich glaube... Ja... Das war zu viel für seinen Verstand. Er kann dich nicht hören. Ich glaube, er steht unter dem Einfluss von Mabuka. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Aber kann er mitkommen? Bitte, er war sehr nett zu mir. Er wollte mich nur beschützen und mir helfen. Oh. Wir können ihn nicht mitnehmen. Tut mir leid. Aber wir können ihn glauben lassen, dass all das ein Traum war. Er wird aufwachen und glauben, nichts von all dem ist passiert. Aber er wird sich nicht an dich erinnern, Fran. Verstehe. Naja, das ist wohl okay, solange er sicher ist. Das ist sehr nett. Endlich siehst du weiter als deine eigenen Wünsche.
Du bist eins mit allem, du wirst eins mit allem werden. Kurz aufstoßen. Wir werden sehr stolz auf dich. Glaubst du wirklich? Oh, danke, Palandras. Oh, Knuddel. Schicken wir Dr. Dörr nach Hause. Marcel Dörn und Juanum Werkma zu Denzler Ecto. Auf Wiedersehen, Dr. Dörn. Gehen wir, Friend. Es gibt so viel, dass du sehen und lernen musst. Hey, das klingt nach Spaß. Auf geht's, Kätzchen. Vieles weiß ich immer noch nicht. Aber eins weiß ich. Bei der Wahl zwischen Schuld und Angst wähle ich das Glück. Was auch irgendwie eine Mischung aus Käfer und Toast sieht in Edward sein Raumschiff aus. Oh. Errungenschaft freigeschaltet, das Ende. Ah, Natalia Figueroa. Der stand irgendwo. Wo war das jetzt nochmal? Irgendwo stand ihr Name mal am Ende. Ich weiß aber nicht mehr. Das ist gut. Das war's jetzt mit Fran Bo. Eine Presse. Aber ich muss sagen, ein hübsches Spiel. Definitiv, ich hatte meine Freude daran. Einfach ein bisschen, die Rätsel waren für mich ein bisschen zu leicht. Thomas Rainbird LP Schneiders. Hat die deutsche Übersetzung gemacht. Okay, schön, schön. War gut. Spanisch, Russisch. Rafael Madrid. Okay. Trotzdem. Hat mir wirklich sehr gefallen. Aber eben die Rätsel mal ein bisschen zu einfach. Aber im Großen und Ganzen, ja doch, ein sehr solides Spiel. Ich verstehe, warum das Spiel so beliebt war. Auf jeden Fall danach, glaube ich, jetzt als nächstes mache ich jetzt danach eben, wie heißt es jetzt nochmal? Little Misfortune. Das war das zweite Spiel von ihnen. Aber bis jetzt gibt es nur von diesen zwei Spiele. Aber wenn man bedenkt, also ich glaube, ich habe jetzt nur zwei. Oh, danke schön. Also das nehme ich gerne entgegen. Dies danke ich gerne entgegen. Aber sonst, eben. Bin mal gespannt, ob Little Miss Fortune genauso charmant ist wie das Spiel hier. Also dann, ich würde sagen, ich mache jetzt Schluss. Ich brauche jetzt unbedingt etwas für meinen Hals. Ich hoffe einfach, dass es beim zweiten Spiel nichts mit Sprecher gibt. Mein Hals fühlt sich wirklich rau an. Habe ich auch gerade zwei neue Videos auch hintereinander aufgenommen. Also dann, ich bin euer Mr. Oh, danke fürs freie Bauspiel, natürlich. Empfehle ich übrigens euch auch weiter. Kauft dieses Spiel. Also wirklich, auch wenn ihr jetzt das ganze Rätsel gesehen habt, und alle Charakteren, die ganze Geschichte. Ja. Hill Monday. Also ihr habt es wirklich drauf in diesem Spiel, also okay. Also eben, wie gesagt, ich bin aber ein bisschen Pause und sage Cheerio, bis zu unserem neuen Let's Play, eben zu Little Misfortune. Cheerio!